Ab morgen wird die Holbeinstraße in Plauen wieder für Fahrzeuge freigegeben. Das Bauvorhaben startete im April 2016. Im vergangenen Monat erfolgte mit dem Straßen- und Gehwegbau der finale Schritt zur Gesamtmaßnahme. Das Vorhaben musste aufgrund von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 dringend durchgeführt werden. So entstand unter anderem eine neue Ufermauer und die Straße wurde auf einer Länge von 290 Metern grundhaft ausgebaut. Wegen ungeplanter Behinderungen mussten die Arbeiten zeitweise für mehrere Wochen unterbrochen werden. Die Baukosten, die einst mit 820.000 Euro veranschlagt wurden, haben sich deshalb auch erhöht. Ein entsprechender Änderungsantrag auf Grundlage der veränderten Planungen wurde gestellt, sodass die Kosten zu 100% aus Mitteln der Hochwasserschadensbeseitigung finanziert werden konnten.